Leute, willkommen 2 Sekunden nach dem anderen Video. 20 Minuten müssen erreicht sein. So, das könnte kürzer werden, wie wir denken, weil Ruben hat schon ganz große Augen und sagt sich, ach du Scheiße, alles kaputt. Aber er hat gesagt, er will sich das mal angucken. Und wenn der Mister von der Turboschmiede sagt, er will sich das angucken, das ist doch gut. Wackel mal im Radlager. Ein Rad bisschen runter Spiel. wäre geiler, dann kann ich ein bisschen mehr zängeln. Du, machen wir. Wagenheber unter, Rad runter. Ist schnell gemacht. Außer die Radschrauben kommen oder sowas. Nee, ne? Nö. Nee. Dann kannst du gleich mal gucken, ob da noch alles gut ist. Ich war schon unter. Ja, dann können wir erstmal den ganzen alten Schrott hier weghauen. Genau, dann hauen wir das alles weg. Ist ja Plastik, ist behalten wir, würde ich sagen. Weg, so tun wir ihn wieder ein. Und ich mache mal eben mit dem Schlagschrauber die Dinger ab. Wo ist der Wagenheber denn? Ach, da war er wieder. Wo ist der Wagenheber schon wieder? Bei der Gurke wahrscheinlich. Besser, wo gearbeitet wird, vor allem Späne, ne? Aber Hasi, Tür hast du gut gemacht. Geil, oder? Wie original. Denn der Rest ist halt nur der Karl. Der Karl, der ist schuld. Und das ist wirklich, stand nicht drin in der Beschreibung. Stand eine gebrauchte Tür, ein Foto, aber du hast das nicht gesehen auf dem Bild. Alter, hast du eine geile Ansaugrotze hier vorne, was? Gangster, ne? Richtig, Gangster. Das scheint ein bisschen kühl. Guck mal, vor allem, ja, guck mal, der ist offen hier. Ich kann meinen Finger durchstecken. Aber sieh, Kasten. Kannst du schwarz markieren? Hast du Kasten? Ja, und Spiegel klappt ein. Spiegel. Der fährt den Arsch, hab ich. Mal gucken. Da ist der Träger. Oh. Und nehmen wir einfach, ich habe nur 5 Paar auf dem Kessel. Und die das voll zu laufen dauert mir so lange. Radkreuz. Besser ist das. Auch doof, ne? Die Beule hier, aber die sieht man nicht so extrem wie den anderen Rest. Und was hat die Symbiose mit der Tür gewesen? Die Haarzulassung ein bisschen schön haltig. Ja, ja, auf jeden Fall, ne? Aber Haar mache ich mir jetzt den Gedanken bei dem Ding, wenn der eigentlich noch so gut aussieht. Also das stört, glaube ich, nicht. Ne, denke ich auch nicht. Ja, das hier auch nicht, aber das hier natürlich schon eher, ne? Und die Stoßstange, die mit Draht festgemacht ist, wahrscheinlich auch. Hat ein Rad ab. Das ist ein Thema, altes Rad. Guck mal, Hasi, das ist ein Rad von 1998 oder so war das gewesen. Das ist doch noch gut. Ne? Sagen Sie mal, darf man nicht fahren, das ist zu alt. Ist kaputt. Ist Schrott. Was sagst du dazu? Darf man nicht fahren, das alte Schrott. Das ist besser noch nicht mehr. Nee. Alter Schwede, wie der knistert, hörst du das? Der ist auch richtig weit zusammen. Ja, der ist komplett hängen geblieben. Die Stoßstange mal abbauen. Was meins? Wir müssen nämlich von da erstmal nach da schlagen, damit das mal wieder in die Richtung kommt. Kriegst du die Stoßstange so abmontiert? Ja, ich muss nur die Drähte abmachen. Ich trau mich nicht hinzugucken. Ich trau mich nicht endlich hinzugucken. Und der geht nur, ich trau mich das nicht. Ich höre nur bum, 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 bum. Und jetzt hier gucken wir, der hat sogar 2 Abflapphaken. Oh, oh, oh. Ach komm, wir gucken mal. Ja, die Richtung passt schon mal. Wie gesagt, das wirklich perfekt hinzukriegen, da muss ein komplett neuer Radlauf rein, ne? Du kriegst diese Kurve hier nicht raus. Weil die so gerissen ist.
Hast du schon die große Zange? Das ist die kleine nur, ne? Ich soll ich mir die größere geben? Das bringt mir nichts. Brauchst du ein bisschen mehr Hebel? Ja, das bringt nichts. Das Problem ist, wenn ich den hier ziehe, dann kommt der Bleck an Richtung. Ja, Bleck ist gar nicht mal so dünn, ne? Heilige Scheiße. Ja, Mann, da hast du richtig Kacke. Ja, ja. Der hat richtig einen gekriegt. Siehst du auch, wo er weggebogen ist? Hat er hier schon angefangen, hier oben, weißt du? Ja, ja. Hier rein. Genau, das ist komplett reingeknickt. Warum? Das ist schon eine Katastrophe. Aber wenn wir erstmal eine Dellenstelle da haben, weißt du, die ein bisschen ungefähr passt, wäre ja auch schön. Komm, gut, was haben wir? Oha. Hier. Gurken-Engineering. Das hilft immer. Ja, wird gefährlich, so ist es aber so. Hier. Den Hai brauchst du nicht anfangen, geben wir Gurke auch nicht. Auch nur. Oha. Ja, muss passender werden, weil mein Draht ist gerade abgebrochen. Mein kleiner Bügel hält nicht mehr. Oh, die Richtung stimmt. Ja. Das ist auf den ersten Blick. Was ist denn dahinter? Ach du Scheiße. Haben wir gleich. Boah, hier. Hä? Ja, Stadt Oldenburg. Das ist das Reh hier, das hat doch komplett von mir gekauft. Das hat sich aufgelöst in den letzten Tagen. Passiert doch. Ganz wichtig, mit Katalysator. Mein Cut habe ich in Schrott gegeben. Boah. Brauchen wir doch nicht. Wer braucht so was? Das ist doch nur unnützes Zubehör. Nee, ich muss mir einen neuen kaufen. Der gerissen war. Ach, das kommt doch gut. Na, Rufen, das kommt schon eher in die Richtung, was du da machst, ne? Sieht schon deutlich besser aus wie vorher. Nächstes unten rum. Das ist nur so ungefähr, Pi mal Daumen. Alter Schwede. Ja, auch nur ein Provisorium, ne? Mal gucken, ob ich irgendwo mal einen auf den Schrott finde, wenn man mit der großen Flex einen Handlauf aufflexen kann. Das wäre schön. Nein, nein, das ist nur, wenn irgendwie grob so recht klappt, damit die Stoßstange wieder passt, ne? Mir ist das nicht. Da brauchst du ja mit Spachtel so einen Scheiß anfangen. Das wird in 20 Jahren nichts. Das wird gar nichts. Das ist schon klar, ne? Das ist nur so die grobe Richtung. Der hat auch einen richtig heftigen Knick drin. Ja, ja, der kam mir auch richtig blöd. Ich schätze, mein Opa ist hier lang geschimmelt, hat die Tür eingedrückt, hier angescheuert und dann da eingedrückt und dann raus, ne? Dann rennt auf hängen geblieben, vielleicht ist deswegen stehen geblieben. Dann ist die Stoßstange abgefallen hinten. Und die Stoßstange ist mit dem Wagen nämlich nur mit solchen komischen Schrauben befestigt gewesen, die hier oben fest sind. Hier, zack, 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 alle abgerissen. Ne? Hier hat er den Bruch gekriegt, weil die noch fest war da. Und noch alles abgerissen. Das heißt, hier sind die Schrauben, das ist der Rest von der Stoßstange. Das ist keine Chance. Und er hat nicht einfach, dass die Stoßstange für dieses Auto zu finden, in der Farbe. Müssen wir uns die Stoßstange wieder zurechtgurken, helfen wir uns irgendwas bauen. Wieder die festen Nieten. Nieten will ich irgendwo. Hier wieder ranpacken oder so. Unauffällig. Da kriegst du Handgelenk jetzt mal. Komm in meiner Welt, mir geht's halt genauso. Stange kommt. Wollt
Schiene da vorne rein, ne? Das ist eine Schiene. Ist egal. Muss aber da rein, wa? Ja. Stückchen, ja. Zieh einfach raus, wenn es ist hier eingehakt, nur bei dir. Geh nicht so weit weg. Gewesen sein. Ich glaube, der eine Knick hier, dieser hier, warte, der ist das Problem hier. Sieht man von mir aus nämlich ganz gut. Das ist wie in Russland, der hier. Einmal ein Karosseriebau Spezial. Ja, aber was anderes geht hier auch nicht mehr. Ja, du kannst nur die Richtung haben, grobe. Mehr nicht. Dass wir hier irgendwie vielleicht noch mal eine Kante im Leben kriegen. Das ist ja schön. Aber schwer. Eine Stoßstange. Mal gucken, ob die Kante Abstand passt. Das ist schon besser, aber ich guck mal eben drüben. Die Rund tut sich drüben wahrscheinlich nicht, oder? Ist schon ähnlich. Ja, hier könnt ihr noch ein, zwei Schläge gebrauchen. Ein bisschen was noch, ja. Und dann gucken wir uns an der Kante, das ist doch gut. Kommt 5 Kilo Spachtel. Wie neu. Das muss reichen. Ja. Ich glaube, ich habe sogar Silber dabei. Felgensilber? Habe ich auch da. Ich glaube, Randy Silber. Muss mal gucken, welches Silber näher rankommt. Könnt ihr aber auch schwarz nehmen, der hat auch schwarz an der Randläufe. Für meine Stoßstange vorne in die weiße rot. Ist auch wieder halb rot. Da habe ich gesehen, die Abplatzer hier vorne waren, ne, beim Corsa. Da bist du ein großer B-Fan? Bist du Freak davon? B. C. Nee. Es gibt um einiges bessere Autos. Das stimmt. Weil eigentlich, du bist ja Golffahrer, da passt ja nicht gar nicht zu dir. Ich fahre nur. Oder gerade so. Arbeitsstrecke. Oder Langstrecke. Ja. Ich sehe die Opel-Zeichen in der Nacht. Langstrecke, da ist ja. Hol den guten. Ah, das ist ein geiles Auto. Wir können ja tauschen. Nee. Ich würde niemals ein A gegen ein C tauschen. Außer wenn GSI, dann können wir drüber reden. Ist das? Dreizylinder GSI. Ja, ja. Oh, die Klippe runter. Genau. Der fällt ja so schnell vom Himmel wie ein GSI. Ich glaube, das ist leichter. Was denn? Das ist Breitbau. Hasi, du machst gerade Breitbau. Was? Du machst gerade Breitbau. Guck mal, wenn du so von hinten guckst. Du machst gerade voll hier RWB-Style, Breitbau. Nee, ich sehe hier nur eine Kante. Du meinst das hier? Da kriegst du ja nicht weg. Nein. Die Kante geht hier voll raus. Du bist hier voll weiter raus. Mal gucken. Das ist richtig geil so. Ja, hast richtig gezogen, die Kiste. Nein, das fasst du allgemein nicht, das hat sich ja rausgezogen. Ne? Aber du hast hier den RWB-Umbau gemacht. Rütteln wie blöde. Stimmt, du hast recht. Wäre natürlich besser, ne? Wie ein alter Hammer an der Ecke, der in der Halle rumfliegt und er wird draufwechseln. So gut wie es ging. Man sieht es natürlich immer noch, ist logisch. Spachteln wir auch nicht zu, weil wir müssen auf jeden Fall einen neuen Radlauf haben. Ne? Also
ich sag mal, ab Hälfte, ab hier oder was, müssen wir auf jeden Fall einen neuen Radlauf einschweißen. Na, das geht halt nicht. Aber das ist schon mal die grobe Richtung. Das haben wir uns entschieden, wenn das hier schwarz ist, ab hier. Bluebird. Guck mal, ob ich da irgendwas finde. Der blauste Vogel, den du finden kannst. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir jetzt das hier schwarz machen und dann das drüben angleichen, dass erstmal dann ein bisschen unauffälliger ist. Mal gucken, wie das halt aussieht. Besser wie vorher auf jeden Fall, ne? Definitiv. Ich muss noch einen Griff dafür zum Sprühen, oder nicht? Wo bin ich hinterher eigentlich? Da. Oh, eben grob angeraut mit ein bisschen hier 80er Papier, wenn ich gerade liegen gehabt habe. Muss mal ein bisschen anduschen. Halt nur ein Sichtfeld, ne? Wir brauchen wir ja nicht. Seite, die gurkige Seite, wie schon gesagt, Rufen sucht schon Reparaturbleche, aber er merkt, das ist echt schwer, ne? Ja, vielleicht brauchen wir da eigentlich. Da müssen wir, das geht halt gar nicht. Max? Ja? Ja. Ich höre dich gerade nicht, du. Was ist damit? Ja klar. Scheiße. Ah, ein bisschen, ne? Das ist ja nicht ganz entfettet, aber egal, da müssen wir trocknen und dann noch einmal oben drauf, das ist ja gut. Da man uns nicht sehen kann. Wie gesagt, das ist ja auch nur ein bisschen hier Kopfschmerzen, noch ein bisschen Zahnschmerzen. Mehr ist halt nicht, aber besser wie nichts. Ist so. Mehr geht erstmal nicht. Nein, mehr geht jetzt nicht. Wesentlich ohne Teile. Die Richtung stimmt schon mal, da können wir uns mal die Stoßstange festmachen, das ist schon mal ganz gut. Weil, guck mal, alle Originale aufhängen von der Stoßstange, siehst du das? Hier, das ist eigentlich hier festgemacht mit solchen Nieten. Alles kaputt. Da siehst du, wir haben jetzt, ich habe es ein bisschen kaschiert mit Matt Schwarz. Wir haben es jetzt genau 22:08 Uhr. Das ist doch gut. Hast du doch gerade gesagt, so, wir haben es jetzt. Fahrrad haben wir jetzt. Ja, mit Hilfsmotor. Oder ohne. Das sind Mopeds. Das Mofa steht da hinten. Daran wird es wohl liegen. Ich glaube auch. Oder ist das Mofa hier? Oh. Ja, wie gesagt, erstmal bleibt das so. Stoßstange bauen wir es wieder an. Mit ein bisschen besseres Hydrat. Die Überlegungen gehen so in Richtung Schrauben. Irgendwie sowas. Drüben, genau. Hier drüben, das gleiche Spiel. Auch eben abgeklebt, schwarz gemacht. Wie da vorne, mit ungefähr ähnlich aussieht. Ne? Ich werde da nochmal nachspachteln, als Provisorium vorher links irgendwann die Tage. Aber erstmal ist ja okay. Wie gesagt, ja, den abgerissen, ne? Alles ist abgerissen, der Stoßstange. Alles, was mal so dran saß. Was ist das denn? Die alten Clips. Ja, muss uns jetzt hängen. Kannst du noch klicken. Wie neu. Also alles, was Halterung original ist von der Stoßstange, ist komplett ein Arsch. Komplett. Was ist das denn? Das da? Kennst du nicht? Nee. Das ist eine Trommelbremszange. Da ziehst du die Feder mit auseinander. Spezialwerkzeug, Hasi. Spezialwerkzeug. 7,99 in eBay. So spezial kann das ja noch nicht sein. Ich hab's auch nicht gebraucht. Ich hab eine Wasserpumpenzange genommen. Das ist doch gut. Aber sonst substanzmäßig ist der Ass rein, der Wagen, ne? Wenn du so guckst, da ist nicht viel dran. Der hat nicht mal Gammel gesehen. Ja, ne? Ja, Playboy. Der ist jetzt an was gefahren, das ist ja immer von Hugh Hefner. Ich würde sagen, setz mal eine Blechschraube und go. Besser geht das nicht. Lass mal gucken, was wir haben im Lager. Erstmal die Schrauben begutachten und dann gucken wir, was wir nehmen. Das ist mal besser, was wir machen können. Verdünnung kam wieder weg, ich habe die Farbreste weggewischt. Ey, ich fühle mich gerade, als wäre ich ein Stimmbruch vom Reden her, so, weißt du? Hey! So, was nehmen wir denn Schönes? Lass mal sagen, wo ist Moped hier?
alles Mögliche hier rumfliegen. Kannst du da Nägel reinholen? Nägel sind auch lustig. Selbstschneidende. Sparks. Hast du so selbstschneidende Mofas? Ja, das wäre ja langweilig. Ich habe die sicherlich irgendwo. Das sind selbstschneidende Mofas, oder nicht? Nee. Nee, ist nicht, hast recht. Nee, nee. Klingt nach Vorbohren. Vorbohren ist auch voll schwul, Mann. Ja, Mann. Aber wir haben die Schraube halt nicht mehr auf. Man muss mindestens 10 Stück von haben, ne? Diese doof. Das ist eine richtige Mofa. Das ist Engelberts Mofa. Beim Rennen hat er ja gewonnen. Also jetzt müssen wir jetzt voll den Tamtam, die Stoßstange festmachen, dass mehr Tamtam als alles andere ist. Oh, weißt du nicht, ist das so viel Tamtam, wenn wir die Stoßstange ansetzen, in der Bohrmaschine einmal durch so bohren und die Schrauben da reinfrickeln? Ja, dann eine Spackschraube da rein, oder was hast du? Die Dinger da, die silbernen da, die kleinen. Ich finde, die sehen gut aus dafür. Lass uns mal gucken, wo wir die reinbauen. Ich würde sagen, von oben. Hier so. Bau die drauf, die Stoßstange. Stecken die drauf, wie die sitzen muss. Ne? Wo waren die Schrauben dafür? Eigentlich waren die, wenn die geklipst. Hier, von hier oben, so weg. Da durch. Irgendwo, glaube ich. Aber die Zierleiste muss ja irgendwie. Ist das mit Kofferraum verbunden? Nein. Ich glaube, das ist fest. Warte, ich mache den Kofferraum eben auf. Oder geklipst oder sowas vielleicht. Klipst du die da drin saßen? Die kannst du abnehmen oder was? Nur die Leiste wahrscheinlich. Das Blech aber nicht. Lass sie mal dran. Für die mal da ein, Samuel, und die da. Aha. Ja, neuwertig. Weil er hier nicht über diese Clips kommt, ne? Ach, die Clips halten das weg. Muss die Clips mal eben wegmachen, die da sind. Ja, normalerweise. Ach, guck mal, die kannst du abschrauben, die Leiste. Hier, das ist der Kreuzschreiber. Ja, lass es die mal abschrauben. Vielleicht können wir die Clips wieder reinstecken. Ja, das wäre sehr sexy, aber da sind die Halter draußen kaputt. Ja, egal, noch sind die Unterricht. Und der Plastikclips. Ja. Der wird hinten oben noch halten. Richtig gurkig. Ja. Oh, was schön langes. Kreuziges. Ne, Da brauchst du gar nicht mit anfangen. Da ist nicht nur eine Kreuzschraube, da sehe ich 100. 100? 100 sind blöd. Wir können natürlich auch, wenn wir die randrücken, na hier, in der Leiste hier so, durchbohren. Muss nur eben markieren, wo die Dinger höher sitzen. Jetzt ist sie drin, siehst du? Ja. Da auch. Aber die müssen wir nochmal ab, weißt du warum? Warum? Wenn wir nochmal kurz gucken müssen, wo die Dinger hoch sind. Los. Guck mal, wie fest die ist. Die ist ja erst schon fast montiert. Ja. Zwei Schrauben fertig ist. Dran. Das ist fast schon gut. Ja, die ist gebrochen. Die wird, denke ich mal, abgerissen nach da weg. Ne? Ist ja schon nicht hier gebrochen an der Seite. Hätte auch schlimmer sein können. Ja, unten ist sie fest. Unten rutscht sie nicht weg. Ja, aber einmal so zwei Ehrenschrauben muss ich schon haben, ne? Aber so siehst du den Schaden fast gar nicht mehr. Nee. Nur fast. Wenn du es nicht weißt, auf jeden Fall nicht. Neuwertig. Ich kann mit dir wetten, im Video sieht es so aus. Also ich sag, wenn wir hier unten eine Schraube reinmachen und auf der anderen Seite reicht das aus. Der wird natürlich den geilsten, ne? Gib mir mal eine Lampe, guck mal hier unten hin. Oh, die ist glaube ich leer, die Lampe jetzt, oder? Oh, ne, ist sie nicht. Ah, oh, ich hab Flimmern in den Augen.
Gibt es eine Möglichkeit? Ja, da war die Möglichkeit vorher auch. Also ich bräuchte jetzt... Ja? Eine Schraube mit dicker Unterlegscheibe und eine dicke Unterlegscheibe. Da ist er fest. Ich möchte auf der anderen Seite aus, sondern kann den nirgendwo liegen. Was für eine Schraube? Wo sind denn Schrauben? Komm mit, Hasi. Wir gehen wieder zur Schraubenecke. Zur Schrecke. Schraubenecke. Scheibentechnisch habe ich hier ein bisschen einen Start. So was? Ah, zu groß, das Loch in dem. Alter, ist das echt dein Ernst, dass du hier nur so eine kleine... Hier, die hättest du gebrauchen können. Für mein VR6. Ja, ja, ist so. Aua. Das piekst. Ja, das ist die Tetanus-Ecke. Da kriegst du Tetanus, ey. Die Schraube wäre von der Länge... Ach, hast du nicht eine vernünftige Schraube für mich? Nein, das sind die guten. Da ist nichts gut bei, Mann. Das sind die besten. Das sind alles Holzschrauben. Was willst du in der Kfz-Werkstatt mit einer Holzschraube? Ja, ganz einfach. Die sind von Opa übergeblieben. Deswegen habe ich die ja alle. Komm mal zur Schraubenkiste. Kennst du hier noch die gute Wühlkiste? Das sind die guten Schrauben. Die besten, die Elite-Schrauben drin. Ja, die brauche ich auch. Ich glaube, da weg. Ja, das sind die Kfz-Schrauben drin, die ich mal habe. Das ist alles, was er von Opa damals, der da verstorben war und das Erbe von dem ist hat. Da sind die besten, der besten Schrauben drin. Guck mal, die sieht schon mal fast richtig geil aus. Dann machen wir jetzt mal richtig oder geil. Oder nimmst du die mit Dings im Kopf? Sechskant Kopf. Dann könnte ich auch. Universaler, ne? Guck, wofür wir halt zwei finden. Ja, Scheibe ist auch sexy. Ja, ich nehme lieber die hier. Finde ich geiler. Ist das? Du brauchst ja schon nicht eh doppelt, oder? Ich brauche noch für hinten eine große Scheibe. Zu komisch. Ja, die war mit ein bisschen zu dünn, ne? Mensch. Kennst du die Messenschrauben wieder? Keyway. Ja, alles geht. Ganz viele Keyway-Schrauben bei. Rollerschrauben. Ja, ja. Ich hab mal so einen Rollerscheifen bei so einem Typen aufgekauft. Für einen Roller, die sind ja ganz geil, die Schrauben. Weil die olivgrün sind, weißt du, wie das ist. Jetzt wird aber langsam. Wenn ich immer andere. Ich kann ja auch so was nehmen. Dann mit Adapterscheibe, ja. Dann mache ich hier noch so eine kleine vor. Da würde auch gehen. Dann so durch. Dann nehme ich den hier und dann machen wir den. Adapter Klaus. Ich räume die Kiste mal wieder ein, ne? Ach so. Das war nur für eine? Okay. Okay. Doch. Wir machen es doch nur, ich wollte zuerst nieten, ne? Nieten würde ich mal abgehen. Tut hier mal eben ran, ne? Aber ganz gut. Nicht 1 mm zurück. Ne, kriegt TÜV. Neuwertig. Jetzt prüfen wir das hier nochmal eben da. Genau. Ich schon. Siehst du? Das ist ja geil. Und sieht man doch nicht mal von oben. Ob ich das auf der anderen? Ja, deswegen. So, gucken, das ist von der Flucht ja gerade. Kommt so rein. Die ist aber die vielleicht noch drin, die hier. Oder muss die ein bisschen raus? Ich brauche mal eine Wasserpumpenzange. Oh! Eine Wapput? Was hast du denn hingepackt? Ja, aber ich hab glaube ich. Tasche? Ne, ich hab's so hingekriegt. Dann ist ja gut, dann brauchen wir die ja nicht mehr. Ach, fast wieder wie neu. Also Leute habe ich noch nie gesehen.
Ne? Ich schon, aber nicht oft. Ja, die sind alle so komisch. Damals Datsun hieß auch Fair Lady, gab es damals von Datsun und hier. Das war so der erste Bluebird, das war noch der alte Name, ne? Ja, so dieses. So ab der vorderen Tür. Das kennt man. Ja. Das ist Nissan. Vorne, weißt du? Den gibt es aus Vorfestle mit eckigeren Scheinwerfer noch. Das sah ja noch älter aus. Dann hätte ich gedacht, meine Mutter, die hatte mal so einen Mazda. Der hat auch so ein bisschen ähnlich. Das ist einfach der gleiche Scheiß. Ich glaube, 6 oder 6 oder. Alter, hatte ich jetzt eine Radkappe ohne Kratzer, dann wäre das irgendwie neu. Da habe ich ein bisschen Felgensilber für die Radkappe. Hundertprozentig. Ah, die kriege ich wieder hin. Repariert. Geil, Hasi. Guck mal, die wieder ein Felgensilber machen, ist ja auch wieder neu. Wieso ein bisschen Heißluft führen, dann geht er wieder zurück. Oder machst du ihn nach vorne? Sieht halt aus wie ein Bordstein. Vorne rechts! Ja, der Klassiker. Aber lass ihn mal austauschen mit hinten rechts. Dann sieht man da nicht mehr, sieht nicht mehr so schief aus. So, Reifen wieder drauf. Und geil ist das. Und geil ist das. Ich tausche gleich mit ihm aus bei der anderen Radkappe. Rad ist wieder dran. Dann ist wieder zurecht gemacht alles. Und jetzt sieht das so aus. Also wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall hinten nochmal einen neuen Radlauf. Aber als Provisorium fürs erste ist okay, man muss nur zu. Ja. Besser ging's nicht. Sieht auf jeden Fall nicht mehr ganz so scheiße aus wie vorher. Die Stoßstange ist vernünftig fest, ohne Kabel. Ja. Aber ohne Draht. Die passt da wieder einigermaßen in die Richtung. So, das passt schon. Ja. Die Tür ist drin. Ich habe die Radkappe mal ausgetauscht mit einer halben Radkappe. Ja. Optisch. Ne, ich muss mal gucken. Die Räder vorne sind auch von 2007, was ich hier gesehen habe. Also neue Reifen und neue Felgen, wenn man eine Idee, ne? Alus da raufschmeißt oder irgendwas. Ja, irgendwas von Nissan, ne? Von, ja, ja. Von Micra oder sowas. Ja, genau, was der Markt gerade hergeht, ne? Ja, von Udo, vom Nissan runter. Genau, muss mal gucken, was Udo hat. Mit denselben Reifengrößen, die eingetragen sind, aber genau. Das ist H-mäßig schwierig, ne? Ja, ja. Ja, H geht ja so durch, aber mit anderen Radkappen. Mit anderen Reifen, meinst du? Ne, jeder geht ja. Die sind doch original. Die sind ja nicht 10 Jahre älter wie das Auto. Ich sag dir, das sind mittlerweile Vollgummireifen. Ja, die kannst wegschmeißen. Ist so. Brauchen wir nicht überreden, ne? Das ist Fakt. Aber lustigerweise sind die nicht porös optisch, ne? Die sind halt nur hart wie Sau. Aber ohne Scheiß, hätte ich ja nicht untergelegt, ne? Hätte ich ja gar nicht gesehen. Und der alte Opa hat sich auch gedacht damals. Die sind die gefahren mit dem Ding, ne? Hat sich auch gedacht. Profil ist ja noch dran, ne? Und dann ist das ein TÜV gefahren mit 1000 Kilometer mehr auf dem Tacho, wie die letzten 2 Jahre. Auto ist doch noch gut, ne? Hat er nur 2000 Kilometer gelaufen im Jahr. Ja, ein bisschen mehr wohl schon noch. Auch wenn man so rechnet, 2000 hat er jetzt drauf. 109.000, der hat nicht viel gelaufen im Jahr. Nee, hat er auch nicht. Deswegen sagt Opa auch immer, dass die Reifen gut sind. Bei dem waren die ja 8 Jahre gut. Ja, ja, ist so. Ist so. Und runtergefahren wurden die auch nicht. Wenn er gefahren ist, waren die neuwertig. Ja, ja. Neuwertig hart, aber es war neuwertig. Und der war beim selben TÜV-Prüfer. So. Immer wieder. Und es kann sich ja auch nichts mehr abfahren. Nein, nein, so geht ja gar nicht mehr. Aber beim Fahren merkst du das nicht, ne? Nee, der fährt gut. Überhaupt nicht. Nee. Du merkst kein Vibrieren, gar nichts, ne? Gar nichts. Das hat mir jetzt nicht aufgefallen. Nee, aber schön, mal gucken. Mal gucken, was ich an Felgen kriegen kann. Die bringe ich jetzt nicht um die Reifen erstmal, ne? Erstmal geht das doch. Ja, aber mal gucken, was ich so finde. Findest du die Achse, die krumm aus von hier aus? Nee. Nee, ich finde, ne? Der hat auch so ein bisschen was von dem Ford Sierra, ne? Vom Heck her, ne? Vom Heck her, so allgemein, von der Seite her, ne? Das Heck war genauso. Dieser Ford Escort. Ja, genau. Ne, irgendwie sowas. Die gab's auch so, die gab's ja auch dieses Hatchback, so mit dieser langen Klappe hinten, dass die so kamen, ne? Ja, ja. Nee, kommt schon geil, das Ding. Nur das hier, dann haben sie gesagt, müssen wir anders aussehen. Dann haben sie mal fette Luftanlass angemacht. Ja. Was bringt der Luftanlass? Wenn du rückwärts fährst, original. Warte, ich will da mal reinleuchten. Doch, es bringt irgendwas. Das geht nach oben weg. Das geht irgendwie hier so. So hoch. Bis hier. Vielleicht wie beim Trabi der Luftanlass oben. Innenraumbelüftung. Wenn die Türen zugehen. Ja, dass er den Druck drin hat. Dass er den Druck drin hat. Das haben sie aber dann richtig spacig gemacht. Haben sie gut von überlegt. Richtig raumschiffmäßig. Haben sie den richtigen Hermann von gemacht. Ja, ist so. Und jetzt hier so kurz mal Trabi ist er noch relativ bescheiden. Aber geht auch hier. Da hast du das halt, ne? Ja. T3 auch, stimmt, das ist auch so. Obwohl ein T3 ist ja ein Heckmotor, wahrscheinlich geht doch so ein Fahrtwind darüber an der Seite, ne? So ein Motor, dann schätze ich mal.
Es hat ein bisschen zirkuliert da drin, dass die heiße Luft, die Stauluft da rauskommt. Könnte ich mir so vorstellen. Wissen tue ich das nicht. Obwohl, die Doka hat das nicht. Oder nicht? Die Doka, tiefe Doka hat das nicht. Der kann ja auch nicht. Ja, weswegen? Hat er keinen Aufbau. Ja, eben, weil hinten ja die Kieben sind. Genau. Wie geht das dann da? Von unten? Da muss ja ein bisschen Wind im Motor gehen, ne? Was hast du da Stauhetze da drin? Siehst du bei dem hier ja auch, guck mal, hier hast du ja auch immer die ganzen Kieben drin, dass das jetzt da rauskommt. Ja. Ne? Na gut, dann würde ich sagen, das war der Teil zu den Nissan, mehr kann man nicht sagen. Haben wir das Projekt erstmal befördert. Sieht schon besser aus, ne? Ja. Einzig nervig ist halt wirklich nur diese Scheiße, in dieser Türstelle nicht wäre, ne? Aber Gute ist ja, den Wagen, dass du anguckst, ne? Du guckst nämlich nicht dahin, sondern du guckst immer dagegen dann. Ja. Machst du so ein bisschen auf. Tisch nicht super. Die Idee war geil von dir. Die Idee war geil von dir mit den Spinden. Weißt du warum? Wenn ich einstellen mussten, die Tür deswegen. Ja. Deswegen ist sie so wie original. So, Mädels, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Wir haben noch einiges vor hier. Sonst werden wir nicht fertig. Haut rein, ciao. Munter.